Dann würde ich mir noch hier so ein Tier reinhauen. Danke. Haben wir hier nochmal was zu trinken? Nee, bin eh voll, gut. Ich glaube, die Sonne geht gleich auch wieder unter, ne? Wir brauchen hier irgendwo in der Nähe wieder so ein Forschungs... Ach, warte mal, wir haben doch hier in dem Baum Forschungslabor. Ich Dummbatz. Auf in den Baum. So. Analysieren. Dann nehme ich jetzt das Spinnennetz. Seidenseil, Basketballkorb, ausgestopfte Jungspinne. What? Ich dachte, wir kriegen jetzt hier diesen Tropfen, hier diesen Tautropfen Sammler oder wie er sich schimpft. Blütenblatt. So, dann würde ich dieses Ding, glaube ich, noch machen. Mal gucken. Hat jetzt auch nicht wirklich was gebracht. Doch, neues Level. Madenweste. Dann vielleicht noch Säuredrüse oder Blütenblatt. Wir nehmen ja erstmal Blütenblatt. Sprungnetz. Bärenstuhl. Okay. Nächste Aufladung in 17. Gut. Haben wir jetzt hier. Hier könnte ich ja eigentlich auch mal zum Trinken hin, ne? Ich guck mal gerade. Haben wir noch mehr Punkte für Verbesserung? Gesundheit. Benutzen. Schilderset. Mehrstöckige Basen. Was heißt das denn? Ein halber solider Boden kann man auch als halbe Decke nutzen. Dreiecksbogen, Boden. Sprösslingsgeländer, Eichelgeländer, Treppen, Dach. Okay. Wie viel haben wir? 2200. Kieselfahrt. Quartierkieselfundament. Kiesel in der Brandung. Wurgel entschlüsselt geheime Fleisch. Kenntnisse von Chip und werkelt an dir mit Klemme und Pfannenwender herum. Was war das andere noch? Befestigte Basen. Stabile Wand. Palisadentor. Palisade. Oh. Lehmsäule. Ja, dann nehmen wir, glaube ich, erstmal hier mehrstöckige Basen. Zack. Jo. So machen wir das. Dann gucke ich nochmal. Hat sich jetzt hier noch was getan oder dauert das echt so lange? Ne, ich kann wieder eins. Säure. Käfergummi und erstaunliche Säure, okay. Science. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall viel öfter dann reingehen. Ich mache mir hier Sorgen, dass ich hier kein Lab habe. Das ist ja direkt vor unserer Haustür. Hier sind auch Pilze direkt vor unserer Haustür. So. Wie komme ich denn jetzt hier an verbessertes Material? Oder ist das vielleicht, wenn ich sage, wenn ich die so aufwerte? Nee. Eigentlich nicht, ne? Okay, Tür zu. Wir gehen jetzt ins Hayabubu-Bett und schlafen. Theoretisch können wir doch bestimmt dann wieder an die Forschungsstation, oder? Forschung ist doch alles. Leckerer Bananenshake. Baue Wegmarkierung. Mal, die baue ich. Ups, die baue ich hier vielleicht. Spinnrad. Spinnrad. Das müssen wir auch noch bauen. Saftfänger. Püriergerät. Da, Wegmarkierung. Bauen wir mal dahin. Zack. Dann wissen wir jetzt immer, wo unser Zuhause ist oder what? So, Sprungnetz. Ein Trampolin bestehend aus einem elastischen Käfergummi und federnden Sprössling. Okay, ich dachte, wir brauchen Spinnennetz. Na gut. Kann ich hier so einen Saftfänger machen? Eigentlich schon, oder? Saftfänger. Oh, der ist ja riesig. Ungültige Oberfläche. Das hier dran machen? Guck mal so. Eichelkappe. Besorge ich uns. So, aber jetzt würde ich ganz gerne mal hier. Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein heftiger Schatten? Kommt da die übelste Biene? Jetzt würde ich gerne mal Beeren finden. Ich darf. Durstig. Ach nö. Und hungrig. Warte mal, das können wir ändern. Oh ne, wir haben nichts mehr. Hab ich denn noch irgendwas?
Verdammt. Wir sollten so nicht auf Reisen gehen. Lass uns mal... Oh, da auf dem Stein wäre ja auch toll, ne? Sehe ich jetzt erst. Noch irgendwas zu trinken? Nee. Okay, wir müssen uns erstmal vorbereiten. Ich brauche erstmal ganz viel Nahrung. Das geht so nicht. Was kann ich jetzt hier machen? Eigenen Marker setzen. Ah. Home. Home und ich mache hier... So. Mhm. So, und dann die Rüstung. Die kommt hier so hin. Ist auch noch einiges, was wir noch nicht entdeckt haben, ne? Also analysiert. So. Warte mal, das ist doch... Hört sich doch hier nach einem Rüsselkäfer an, oder nicht? So, einmal den. Hier läuft doch immer ein Rüsselkäfer rum. Naja. Okay, wir verdursten schon wieder. Läuft hier nicht immer noch was raus aus der Dose? Oder innen drin? Jo. Okay, das ist nicht viel. Eine Milbe kommt selten allein, ne? So, hier ist wieder Rüsseli. So. Jetzt erstmal hier ganz viel sammeln. Und warte mal, eine Trinkflasche wäre auch mal schlau. Trinkflasche. Da, Trinkflasche, braucht Madenhaut. Okay. Das heißt, wir müssen hier wieder auf Madensuche gehen. Hier war noch irgendwo eine. Hab ich auch ganz genau gesehen. Da. Zack. So, jetzt könnte ich mir eine Trinkflasche herstellen. Eine dichte Tasche aus Madenhaut, in der man zwei Flüssigkeitstropfen zum Trinken oder Einladen befördern könnte. Tipptopp. Das mache ich dann nämlich hier auf die 7. So. Das haben wir. Kann man jetzt hier am See trinken, ungestört. Beziehungsweise unschädlich. Das ist halt die große Frage. Hier gegenhaue, kommt da Saft raus. Nö. Mhm. Es hat aber auch bisher noch nicht geregnet, ne? Von wegen mal Tropfen aufsammeln. So, kann man das hier trinken? Mann, oh, da ist ein Koi-Karpfen. Ekliges Wasser, okay. Das ist blöd. Puh. Das ist blöd. Aber hier können wir auf jeden Fall schon mal was braten. Mache ich zu, nicht, dass uns das geklaut wird. Da ist noch eine Laus. Nein. Sehr schön. Da ist noch eine Laus. Ah, schade. Hier fehlt wieder Seil. Na gut, dieser Stein ist hier doch ein bisschen schräg. Da haben wir doch schon einen optimalen Platz gefunden erstmal. Wir können ja auch noch ordentlich in die Höhe bauen. Okay, hier irgendwas noch schnappen. Na. So, wieso habe ich jetzt nur ein gekochtes? Madenbraten, achso. Das ist Rüsselkäfer. Madenschleim, mysteriöser Schleim. Hm? Dann essen wir erstmal das. Dann machen wir nochmal ein paar Seile. Mist, können nur eins herstellen. Aber es passt, es reicht. So, dann kann hier Saft abtropfen. Was auch immer das bringt. Mahlzeit. Okay, aber sonst gibt es hier gar nicht sehr viel. Was? Eine Laus gibt es hier noch. Eine lausige. So, hier bin ich doch auch gerade lang gehüpft, oder? Ja, tatsächlich. So, dann gehen wir mal hier oben nochmal kurz hin. Gucken uns an, was die spinnen können. Wow. Aha. Mist. Schutz. Schutz. Nein. Alter. Du bist gestorben.
Du bist gestorben. Naja, respawn. Ach krass, ich habe ja sogar meine Sachen. Aber alles? Nee. Nur das, was in der Taskleiste unten ist, ne? Ja, gut. Damit kann ich leben. Wie sieht's aus, wenn ich die erst vergifte so ein bisschen und dann mit der dicken Waffe fertig mache? So, hier ist niemand, oder? Da ist wieder eine kleine. Dieser hingeht direkt. Die sind, glaube ich, noch ein bisschen zu stark für uns. Würde gerne erstmal irgendwie die Disteln finden oder sowas, damit ich aus der Ferne auch kämpfen kann. Das wäre doch was. So, was haben wir hier? Spröder Quarz. Den nehmen wir mal mit, damit wir wieder was verbessern können. Aber hier sind auch keine Löwenzahn oder sowas. Nee, was ist das? Distel. Schnappen. Na bitte. Kann ich den hier noch umholzen? Nee, aber ich kann hier an dem Ding. Wow. Pass mal auf. Ich kann mir jetzt hier an dem Stängel selbst, kann ich mir hier diese Stacheln holen. Das ist ja geil. Okay. Dat. Wir holen uns mal hier ordentlich die Stacheln. Vorsichtig. Die nehme ich alle mit. Vorsichtig. Kann ich da oben noch irgendwas stiebitzen? Nee. Ja, jetzt hätte ich gerne so eine Pusteblume, ne? Schade. Sehe ich von hier schon irgendwo Bären oder so. Aber da ist irgendwas, oder? Das ist noch so ein Forschungszentrum. Das gucken wir uns doch mal an. Gott. Übelst am Knurren, das Vieh. Okay, das dürfte reichen, ne? So, kann ich schon Pfeile jetzt herstellen. Ilbenpelz. Verdammt. Hab ich in der Base. Oh, warte mal. Schild. Rüsselkäferschild. Nice. Okay, dann gucke ich einmal kurz, ob das da eine Forschungsstation ist. Jo. Nice. So, dann können wir das ja mal jetzt hier den Schleim analysieren. Keine Rezepte. Okay. Dann den Rüsselkäfer. Gasmaske. Ah ja, es gab ja auch noch diese Stinkekäfer, ne? Verdorbenes Fleisch. Loisis. Pilz. Gewöhnlich. Wie wär's mit einem Distelstachel? Stachelhalm. Raffinierte Nadel. Okay. Rohstoffsuche hat keine Energie. Aber hier sind noch Akten. Akten. Okay, Bericht über die örtliche Fauna. Gut. Hey, ich häng fest. So, da sind wieder Spinnnetze. Nehmen wir uns mit. Da ist schon wieder so eine Radnetzspinne. Oh. Hier, so ein kleines kriegen wir doch. Oh, ich bin auch vergiftet. Oh, warte mal. So. Ja, du bist gepoisoned, aber du schaffst das schon. So, was können wir jetzt mit dir machen? Gib nur Netzfaden, okay? Du bist freundlich? Na, dann bin ich auch freundlich. Okay, die Kleinen können wir schaffen. Die halten auch schon viel aus. Aber die kann man schaffen. Wo können wir Beeren finden? Calvokan. Können wir hier trinken? Nee. Ekliges Wasser. Aber hier gibt es sowas. Farbschema. Was auch immer das bringt. Und es wird schon wieder dunkel. Vielleicht können wir uns hier mal schnell... Nee, ich muss nach Hause, weil wir noch neue Sachen herstellen können. Biene! Schaffen wir eine Biene? Komm her! Ich muss mir Pfeile herstellen. Da ist noch eine Made. Die können wir uns vielleicht nochmal eben gönnen. Den Rüsselkäfer eigentlich auch. So. Da ist noch eine Made. Why not?
Ja. Greif doch 12-mal an. Boah. Die Spinnen doch, ey. Nein. Hier hoch. Jo. Das ist schon geil, dass man hier so über die Grashalme hüpfen kann, ne? Blätters und so. So, safe. Warte mal, hier können wir noch mal ein bisschen Essen mitnehmen. Komm. Sehr schön. So, dann machen wir uns das fertig. Hm? Vielleicht bauen wir uns auch mal eine ordentliche Kochstation. So, Rüstung, raffinierte Nadel. Was macht die denn? Sehr nützlicher Distelstachel, der den Schaden von voll aufgeladenen Bogenschüssen erhöht. Aha. Madenbrille. Stylische Brille aus glatten Madenhaut, Lederstreifen. Okay. Gasmaske. Die giftige Gase filtert. Was heißt das? Durstig schon wieder. Das ist doch echt blöd. Wir brauchen langsam mal irgendwie nachhaltige Quellen für Nahrung, für... Jetzt reicht's mir. Für Getränke. Für Hydration und für Nahrung. Brauchen wir mal langsam. Vielleicht muss ich irgendwas anbauen. Hier ist auch nichts mehr drin. Krass. Geht hier langsam alles zur Neige. Das gefällt mir nicht. Was machen wir? Ich könnte ekliges Wasser trinken. Das könnte ich schon mal trinken. Ja, nicht das Beste. Ich weiß. Ich weiß es doch. Okay, wir legen uns erstmal schlafen. Auch wenn wir sehr hungrig sein werden dann. Oh, und irgendjemand hat mir gefolgt. Habe ich gar nicht mitbekommen. Vielen Dank. Wer war das? Sehe ich hier gerade gar nicht. Naja, vielen Dank. So, waren wir schlafen. Vielleicht hat sich das ja jetzt da aktualisiert. Oder wie die Augen leuchten von dem Vieh dahin. Ja, hungrig. Verdammt. Ist hier vielleicht irgendwo ein Tautropfen? Verdammt. Ja gut, wir hatten ja noch, noch was? Hier haben wir noch was, aber das bringt... Oh, warte mal, gucke mal, wer hier ist. Free Nahrung. Das Gift könnte mal ein bisschen besser ticken, ne? Weil dann wäre es wahrscheinlich zu OP. Inventar voll. Schon wieder voll. Alter, ich brauche fast wieder eine neue... eine neue Kiste. Lass mich das mal hier umstellen. Hier oben wird erstmal geschlafen. Hier wird gecraftet. So. Meinetwegen wird hier Nahrung zubereitet. Und hier stehen erstmal ein paar Kisten. Okay. Ups. Kisten. Habe ich hier, kann ich hier, darf ich hier? Vorratskiste. Ah, brauche ich Kleeblätter wieder. Aber die haben wir ja direkt vor der Haustür. Das ist nicht das Problem. So. Ob wir hier mal ein vierblättliches finden? So, was haben wir jetzt hier? Saftklumpen. Alles nehmen. So. Kiste. Ups. So. Trinkflasche brauchen wir. Genau, jetzt brauchen wir nämlich diese Milbendinger, damit wir Pfeile herstellen können. Pfeil herstellen. 10 Stück. Erstmal 50 Stück. Thirsty, du bist thirsty. Können wir irgendwas... Rüsselkäfer, was gibt das? Lindert viel Hunger. Lindert viel Hunger. Natürlich. Ich dachte, das gibt auch trink was, sonst stirbst du in 70 Sekunden. Ach du Heilige. Ja. Oh. Okay. Wir müssen jetzt mal langsam hier Tropfen und sowas finden, damit ich mal meine Trinkflasche auffüllen kann. Ist hier auch noch was drin? Jo. Okay, lass uns mal gucken. Hier haben wir auch noch irgendwie so eine größere Blume. Was macht die? Ist das Löwenzahn? Jo.
Da gibt es schönes Baumaterial und sonst erstmal nichts. Auch keinen Löwenzahn. Hm. Kann ich die auch hacken? Nee. Brauch Stufe 2. Tautropfen. Da ist ein Tautropfen. Komm. Na, haben wir. So, unsere Flasche, sie ist auch einmal befüllt. Das ist sehr gut. Was haben wir hier? Ja, weiß ich nicht. Müssen wir jetzt da mal zu dieser Hecke hin, oder? Ja, lieber noch nicht. Hier ist auch noch was. Okay. Das füllt aber nicht meine Trinkflasche, sondern wirklich nur Tautropfen. Okay. Made. Also die Maden sind echt hilfreich, muss ich schon sagen, ne? Wir haben irgendwie 3 Materialien. Gibt es hier noch irgendwo... Da ist noch ein Tropfen. Nee. Welcher ist es? Der hier, ne? Der hat die Flasche jetzt auch nicht gefüllt. Warte mal. Trinkflasche 1. Woher weiß ich, dass da jetzt was drin ist? Eine dichte Tasche, 2 Flüssigkeitstropfen zum Trinken oder einlagern. Heißt das, ich muss das vielleicht... Vielleicht muss ich es in die Hand nehmen. Probieren wir beim nächsten Tropfen. Okay. Wir müssen langsam mal irgendwie... Wohin, ne? Okay, komm, was soll's. Wir gehen jetzt mal in diese Richtung zu dieser Hecke. Progress machen. Auch wenn wir wahrscheinlich noch nicht so... Ah, warte mal, apropos, wenn ich hier gerade die Disteln sehe... Bogen ausrüsten. Den mache ich mal auf die 6. Läusebraten. Das kommt hier hin. So, dann ist der Bogen jetzt auf der 6. Oh. Zack. Richtig gut. So, hier sind nochmal wieder ein paar Distels. Oh, und da sind richtig viele Milben. Und da ist irgendwas unten drin. Was ist das? Komm, wir gucken uns das mal an. Okay, waren nur 2 Stück. Flagge hissen. Schlacht in der Schlucht. So, was gibt es hier noch hinter? Stein mit Sprung. Benötigt Sprengsatz. Okay, interessant. Hier kann ich dann wahrscheinlich... Kann ich hier einen speziellen Wegpunkt hinsetzen? Wahrscheinlich nur mit dieser Fahne, hä? Aber warte mal, wird das hier nicht angezeigt? Diese Stelle? Hallo Milbe! Nee, wird irgendwie nicht angezeigt. Aber vielleicht kann ich mir ja hier so eine Fahne platzieren. Pass mal auf. Wegmarkierung. Nee, kann ich gerade nicht. Gut. Dann leck mich. So, hier ist ein fetter Spaten, hätte ich fast gesagt. Das ist eigentlich nur eine Schippe. Was ist das da hinten für ein Riesenvieh? Okay, dann gehen wir erstmal weiter. Das sind immer diese Disteln, ne? Muss man sich halt merken. Okay, da kommt auch wieder irgendwie so ein See. Okay, interessant. Blubriger Blubbersee. Was ist das? Was ist das? Wasserfloh. Eklig. Das ist ein Bombardierkäfer. Die machen doch hier dieses komische... Giftgas aus ihrem Moors, oder nicht? Okay, hier sind wieder ganz viele Fliegen. Ich muss hier irgendwie um den See rumkommen. Oder um diese Pfütze. Da ist noch eine Dose. Moment, jetzt kann ich das mal testen mit dem... Oh, hier ist noch eine Forschungsstation. Nice. So, Madenhaut. Da gibt's nix. Super. Freue ich mich. Laus. Blattlauswand. Läuselatschen. Okay, Madenfleisch. Was macht der Pilz? Pilzbrei. Alles nicht so interessant jetzt, ne? So, jetzt lass mal gucken. 7. Schöpfen. Yo. Jetzt ist das Ding voll. Was ist das da hinten? Spinne. Okay. Weiter geht's.